Moin aus Dresden. Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Generation E. Ich bin der Frank und versuche eben euch mit meinen Videos die Immobilität in diverser Art und Weise nahezubringen. Und heute bin ich in Dresden. Und zwar, Achtung, ich bin hier vor Ort in der Gläsernen Manufaktur. Hier wurde jahrelang der Phaeton gebaut und jetzt wird hier der ID3 in Kleinserie hergestellt. Und ich bin eingeladen von der Gläsernen Manufaktur Dresden, um mir hier so ein paar Sachen anzuschauen. Produktionsablauf des ID3 und ich bekomme die Möglichkeit, den neuen ID7 mir anzuschauen im Detail und bekomme da auch zu Erläuterungen von dem Produktreferenten. Da freue ich mich sehr drauf. Und möchte auch gleich sagen, dass ich hier für dieses Event heute eingeladen bin, wofür ich sehr dankbar bin, weil hier erfahrt ihr von mir aus erster Hand alle möglichen Informationen zum ID7. Für mich ein interessantes Auto als Nachfolger hier für den Q4 e-tron. Gerade was Langstrecke und Familie betrifft, ist es, glaube ich, eine gute Alternative, wahrscheinlich sogar eine sehr gute Alternative, und davon möchte ich mich heute soweit möglich überzeugen. Interessant finde ich auch den ID Buzz. Vielleicht habe ich da auch die Möglichkeit, heute noch mal ein Auge drauf zu werfen. Aber jetzt gehen wir erstmal rein, weil um 9:30, also sprich in 9 Minuten, ist Treffpunkt. Ich nehme euch natürlich mit, ich darf drehen und bin gespannt, was mich heute erwartet. Jetzt legen wir erstmal los. Wir haben 36 Ladeplätze auf dem Parkplatz hier, wo man sich schön AC-mäßig ankoppeln kann. Ja, und so sieht es hier aus. Wieder mit Wasser umgeben. Das macht VW in Wolfsburg ja auch. Da hinten stehen die getarnten Fahrzeuge, beziehungsweise in diesem Covered Look. Ihr könnt das erkennen. Da sind sie. Ja, und hier steht der ID Buzz, mit dem ich gestern unterwegs war. Wir haben gestern eine Stadtführung bekommen und das Auto ist mega. Ich mag auch die Farbe. Ich mag die Farbe auch innen. Finde ich ein ganz tolles Auto, und der hat überall so kleine versteckte Gimmicks, die mich echt fasziniert haben. Also der Wagen ist richtig cool. Ja, und jetzt treffen wir uns erstmal drin. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt und freue mich auf den Tag und nehme euch gerne mit. Da unten steht der Audi. Da steht er. Ich bin hier in der Besucherlounge. Kann man haben, ne? Also ich glaube, hier kann man die letzte Aufregung aufbauen, bevor man sein Auto abholt. Sehr schön. So, nun geht's aber wirklich los. So, wir sind jetzt hier vor dem ID7, haben gerade eine kleine Produkteinführung bekommen, also Informationen zum Fahrzeug. Die blende ich euch mal eben ein, beziehungsweise hier im Rahmen auch der meiner Vorstellung. Es sind ein paar Leute am Auto. Ich hoffe, wir haben gleich ein bisschen Zeit, um was drehen zu können. Aber ich will euch den Wagen schon mal zeigen. Und wir werden gleich noch mal die Möglichkeit haben, uns ein paar Sachen anzugucken, die ich euch dann erklären kann. So ist auf jeden Fall der Plan und geht gleich weiter. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns den Wagen anzugucken. Also wie gesagt, wir sind hier in der Gläsernen Manufaktur in Dresden und eingeladen eben von der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Und hier steht er jetzt, der ID7 oder ID7. Wie auch immer man ihn nennen möchte, und ich will euch den Wagen mal kurz zeigen. Schauen wir uns mal an. Erst von außen und dann natürlich auch noch mal von innen. Ja, hier ist das gute Stück. Wie man sieht, er hat gerade das Licht an, beziehungsweise eine Beleuchtung aktiviert. Er hat ein durchgehendes LED-Lichtband, was jetzt gerade nicht aktiv ist, und er wird gerade auch geladen. Die 12-Volt-Batterie wird gerade geladen, deswegen lüftet er auch ein bisschen. Ja, was haltet ihr davon? Ich finde ihn
sehr gelungen. Ich muss echt sagen, ich finde ihn sehr gelungen. Das Einzige, was mich tatsächlich, und das nehme ich schon mal vorweg, stört, ist hier oben diese silberne Spange, die aber wohl beim GTX, der kommen soll, dann nicht mehr da ist. Das wäre natürlich toll. Ja, so ist er, 4,96 Meter. Also schon ein ordentlich großes Fahrzeug in der gesamten Länge, vergleichbar mit dem Model S, mit dem EQE. Also für die Parklücke kein kleines Fahrzeug, aber lang. Lang im Sinne von Länge läuft, im Sinne von Innenraum, im Sinne von Kofferraum. Was der Wagen nicht hat, und das ist, glaube ich, so ein MEB-Thema, ist eben grundsätzlich das Frunk-Thema. Finden wir hier auch nicht. Ich blende euch mal eben ein Foto ein vom, von dem, was sich unter der Motorhaube verbirgt. Da ist tatsächlich auch kein Platz für einen Frunk. Wir gehen mal am besten gleich ans Heck und gucken uns mal den Kofferraum an. Das interessiert mich als Familienvater mit zwei Kindern und Hund und natürlich Frau am meisten, aber auch als Dienstwagenfahrer. Heißt also, was kann ich tatsächlich auf die Reise mitnehmen? Was ich übrigens auch toll finde, schaut euch das mal an. Das Leuchtenband im Heck ist nicht farblich, es ist schön weiß, das sieht sehr edel aus und wird dann entsprechend in den notwendigen Farben Rot, Weiß und Orange für den Blinker entsprechend illuminiert. Sieht sehr schick aus und ich finde, das ist ein sehr, sehr stimmiges Heck. Das Heck finde ich übrigens extrem gelungen bei dem Fahrzeug, weil es wirklich sehr edel ist. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also das finde ich sowohl von der Seite betrachtet als auch direkt von hinten ist das wirklich eine sehr schöne Ansicht. Aber wir gehen noch mal zum Kofferraum und schauen uns den Kofferraum noch mal an und stellen fest, jawohl, große Klappe und viel dahinter. 535 Liter Kofferraum. Rückbank getrennt, umlegbar, hier die Kofferraumhutablage natürlich entnehmbar. Wir haben noch Platz in den Türtaschen. Rechts und links Kofferraumbeleuchtung natürlich. Dann haben wir eine zweite Ebene, um die, die Kofferraumebene noch etwas zu vergrößern, nach unten zu versetzen. Und wir haben hier noch ein zweites Fach, das kennen wir aus dem, oder das kenne ich zumindest aus dem Q4, wo wir das Ladekabel und noch Gedöns reinmachen können, weil wir haben keinen Frunk, also keinen Frontkofferraum, wo Ladekabel reingemacht werden kann. Wir haben aber hier in den Türtaschen theoretisch auch genug Platz, um dort ein 5 oder 7 Meter langes Typ-2-Kabel unterzubringen. Das ist auf jeden Fall machbar. Gut, das zum Thema Kofferraum. Wir haben hier noch die Möglichkeit, die Anhängerkupplung zu aktivieren. Hier über den Hebel, dann kommt hier unten die Anhängerkupplung raus, so wie wir es auch aus den bisherigen VW und Audi Modellen kennen. Und so können wir sie auch wieder, wenn wir sie wieder entriegelt haben, zurückstellen. Ja, so viel zum Thema Kofferraum und jetzt gehen wir mal einmal ums Auto rum. So, genau, wir können es hier wieder verschließen, das machen wir natürlich. Und haben dann wieder den Blick auf das schöne Heck. Hier oben auch die Bremsleuchte. Einmal durchgehend oder fast durchgehend über die ganze Seite. Sieht richtig gut aus. Ja, und das ist eben hier diese Spange, wo ich sage, okay, die würde ich mir in der Tat folieren. Das ist für mich, also es ist ja ein reines Geschmacksthema, etwas, wo ich sage, das ist nicht so richtig meins. Ansonsten würde ich mir den wahrscheinlich tatsächlich in der Kombination weiß-schwarz gönnen oder eben silber- oder grauschwarz. Also dieser Kontrast steht ihm wirklich gut. Und wir gucken jetzt mal in den Innenraum. Wir haben beleuchtete Türgriffe. Das kommt jetzt bei dem Scheinwerferlicht nicht so gut zum Tragen. Aber jetzt guckt euch mal den Innenraum an. Ich hatte gerade den Vordersitz auf meine Größe eingestellt, 1,86 Meter. Massiv Platz, also richtig Platz für
Großgewachsene, für Kinder, für alle Lebensnotwendigkeiten. Und das finde ich ja für den Anwendungsfall eines Reisefahrzeugs, einer Reiselimousine extrem wichtig und hier sehr gut umgesetzt. Die Sitze sind, wie Chris von Carmaniacs sagen würde, sackbequem. Man sitzt da also wirklich toll drin. Das ist ein tierfreier und mit Recyclingmaterialien versehener Innenraum. Es fühlt sich ganz weich an. Es ist eine tolle Haptik, auch eine schicke Optik, wie ich finde. Blaue Nähte brauche ich jetzt nicht zwingend, aber es tut dem Innenraum ganz gut, dass es ein bisschen farblich hervorgehoben ist. Schick ist auch, wie man hier sieht, die Türverkleidung. Auch das fasst sich ganz toll an, wie Alcantara, ohne dass es wirklich Alcantara ist. Und ihr seht hier überall illuminiert mit dem Marmon Cardon Soundsystem, was optional erhältlich ist. Und was auch richtig gut ist, Leute, Filz in den Türtaschen. Ja, nichts klappert, alles schick. So, wir setzen uns mal rein. Ja, der Innenraum. Also ich hatte ja gerade schon referiert, wie schön luftig das ist. Guckt euch das an, wie viel Platz ich hier noch habe. Also ich bin wirklich groß gewachsen und ich habe jetzt auf 1,86 Meter, auf üppige 1,86 Meter vorne eingestellt. Und ich habe hier richtig Platz und auch die Füße haben gut Platz. Wirklich, wirklich gut. Wir haben hier vorne bzw. hinten die Klimatisierung, die Klimatisierungsmöglichkeit. Auch das ist super. Also alles erreichbar, getrennte Regler für ja, hinten Sitzende, gerade auch was Kinder betrifft, auf einer langen Reise für uns ein wichtiges Thema. Wir haben Taschen in den Rücksitzen für das Handy, das iPad, alles Mögliche, was man eben so braucht. Ja, das Licht ist wahrscheinlich nicht so richtig gut, aber da können wir vielleicht was dran machen, indem wir hier mal die Beleuchtung aktivieren. Genau. So, also auch Beleuchtung ist natürlich vorhanden. Insofern wirklich ein gelungener Rückraum, Innenraum, Fond, wie auch immer. Ja, nach vorne geguckt, stellen wir fest, das sieht richtig gut aus und das sieht so aus, wie wir es aus unserem Tesla kennen. Ein 15 Zoll Display, ein 15 Zoll Monitor, der ja eigentlich den Großteil der Bedienung ermöglicht. Gut gelöst, sehr schnelle Bedienung, zeige ich euch gleich noch. Und ich würde mir tatsächlich, ihr werdet wahrscheinlich schreien, aber ich würde mir tatsächlich den hellen Innenraum bestellen. Ich finde das Lenkrad toll. Das Dashboard ist zum Glück dunkel. Heißt also, spiegelt nicht in der Sonne, in der Windschutzscheibe. Also dahingehend ist alles schick. Und ja, der Innenraum ist sehr, sehr luftig. Man hat sehr viel Platz. Und sagen wir mal so, reisemäßig, das, was für mich ja ein ganz wichtiger Punkt ist, also sprich dienstlicher Natur wie auch privat. Wir sind viel unterwegs und wir haben eine Familie mit zwei Kindern und Hund, würde dieser Sache durchaus gerecht werden. Was ich noch ein ganz cooles Gimmick finde, ist, was man hier mit dem Dach machen kann, weil wir haben kein Rollo, um hier gegen UV-Strahlung oder Sonnenstrahlung zu schützen, sondern das funktioniert auf eine andere Art und Weise, nämlich, hallo Ida, bitte Sonnendach verdunkeln. Habt ihr gesehen? Ich stelle das Panoramadach trüb ein. Jawohl. Panoramadach ist trüb eingestellt, das heißt, wir haben jetzt hier den Sonnenschutz aktiviert und das ist natürlich toll. Wir haben also Licht, aber trotzdem haben wir Schutz vor Sonne. Also gerade unterwegs mit Familie und Co. perfekte Lösung und man kann es im Endeffekt von allen Sitzen aus per Spracheingabe aktivieren und spart sich hier das Rollo, was im Endeffekt aber auch wieder Innenraumhöhe kosten würde. Also richtig gut gelöst und ganz ehrlich, ich liebe solche Spielereien. Juti, wir gehen mal nach vorne. So, angekommen im vorderen Sitzbereich auf dem Fahrersitz haben wir jetzt hier wirklich die Möglichkeit,
uns das mal anzuschauen. Jetzt sieht man erstmal, wie riesig dieses Display ist. Ja, also es ist richtig, richtig gut von der Übersichtlichkeit und man hat wirklich Platz und genug Möglichkeiten, sich alles anzeigen zu lassen. Wirklich eine, das finde ich, von Tesla gut abgeguckt. Ja, ist natürlich nicht ernst gemeint, aber ihr wisst, was ich meine. Letztlich ist es ja das, was ich an dem Tesla auch so mag, dass man wirklich hier zentral die wichtigsten Sachen in Griffweite vor sich hat und da wirklich das schnell bedienen kann. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer. Ein schönes großes, eine schöne große Kartennavigation, die man im Endeffekt ja, sowohl händisch wie auch per Sprachkommando eingeben kann. Und ich habe das gerade schon ausprobiert, mache das aber gerne nochmal mit euch. Funktioniert richtig gut. Hallo Ida, navigiere mich in die Osterbeekstraße in Hamburg. Möchtest du die direkte Zielführung zur Adresse Hamburg, Osterbeekstraße starten oder dieses Ziel als Zwischenziel hinzufügen? Ja. Gute Fahrt. Bitte so. Fahre zur angezeigten Route. Also, deine Route enthält mehrere notwendige Ladestopps. Ruckzuck gerechnet, wir haben auch nur noch 16% Akku. Heißt also, er hat sofort erkannt, nächster Ladestopp nötig und dann noch ein zweiter. Und dann sind wir die 485 oder 478 Kilometer, wie es jetzt hier gerade sind, auch nach Hamburg. Was ich schön finde, was ich mag, ist hier dieses kleine Display, ja, wo die wichtigsten relevanten Informationen wiedergespiegelt sind. Aber hier auch im Head-Up in der Windschutzscheibe alles erkannt werden kann. Also das ist dieses Augmented Reality Thema, ist serienmäßig tatsächlich in allen ID.7 Fahrzeugen. Finde ich klasse, weil das ist nicht nur ein Komfort-Feature, sondern ich finde auch ein Sicherheitsfeature. Insofern ist das eines der wesentlichen Themen, die ich im Tesla vermisse, weil ich finde es schon wichtig, das in der Scheibe sehen zu können, um einfach so wenig wie möglich den Blick von der Straße zu lenken. Was wir hier haben, ist natürlich auch das Rollo. Ich finde es tatsächlich auch in der hellen Ausführung sehr wertig. Ja, also ein riesengroßes Rollo, was da drunter im Endeffekt all das freigibt, was man, ach hier ist sogar der Schlüssel, ich glaube, ich fahre dann mal eine Runde, natürlich noch Spaß, was natürlich alles freigibt. Es wurde viel gemeckert, dass hier die Bedienfelder nicht illuminiert sind, warm, kalt, laut und leise. Das ist alles mittlerweile illuminiert. Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, weil es einfach hier sehr hell drin ist. All das ist jetzt umgesetzt. Also VW hört da tatsächlich auf die Stimmen aus den Foren, aus den Beiträgen und so weiter. Finde ich toll. Das haben wir. Wir haben hier illuminierte Ambilight, ne, sehr schöne Haptik in den Türen. Das fühlt sich alles sehr gut an. Das fühlt sich alles sehr wertig an. Sowas mag ich wirklich. Ja, das braucht man nicht. Das braucht man in der Tat nicht zum Fahren. Das ist alles richtig. Da habt ihr überall recht. Aber wenn man sich viel und gerne im Auto aufhält und lange Strecken zurücklegt, ist es doch ein wichtiges Feature. Ein wichtiges Komfortfeature, was einem auch gerade bei langen oder bei Langstrecke in der Nacht ermöglicht, eben ja, angenehm zu reisen. Man hat immer eine gewisse Grundhelligkeit. Man wird nicht so schnell müde. Ihr wisst das alles. Ja, so sieht's aus. Also so gesehen finde ich, auch das Lenkrad ist nicht überfrachtet. Wir haben leider weiterhin diese Touch-Bedienflächen, mit denen ich im Audi überhaupt nicht klarkomme, weil ich ständig nur am Blättern bin, obwohl ich einfach nur die Hand, den Daumen hier so aufgelegt habe. Und dadurch verändere ich die Display-Anordnung, den Display-Inhalt. Das ist beim Audi leider echt schlecht gelöst, beziehungsweise sind die Tastenfelder viel zu empfindlich, viel zu sensibel. Ja, wir haben natürlich, ich meine, ihr habt das alles in den anderen Reviews schon gesehen, der renommierten YouTuber. Wir haben hier eine super Menüsteuerung. Sie ist vor allen Dingen schön schnell.
Das finde ich wirklich gut. Also die Latenz, die ich zum Beispiel aus dem Audi kenne, haben wir hier gar nicht. Das reagiert schnell, das reagiert gut. Wir haben hier nochmal zu schauen, wir haben hier wirklich das ambiente Licht. Ihr seht, unter wie vielen Farben man hier auswählen kann, welche Stimmung man tatsächlich auswählen kann. Und was ich am besten finde, was ich wirklich richtig gut finde, sind zwei Dinge. Einmal hier die Anzeige, wie schnell aktuell geladen werden kann, so dass man sieht, okay, der Akku ist in dem und dem Zustand und ermöglicht die und die Ladefähigkeit, optimale Schnellladefähigkeit erreicht. Oder dass man, und das ist dann hier noch eine zusätzliche Schaltfläche, die dann erscheint, dass man hier für Schnellladen konditionieren kann. Klasse, das ist echt klasse gelöst. Was ich auch noch richtig gut finde, mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, ist das Thema genau Sitzklimatisierung. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Genau mein Ding. Hier trocknen, wenn man schwitzt. Maximale Sitzbelüftung, die probiere ich auch mal aus. Weil da kann man immer viel erzählen. Die Frage ist, funktioniert das wirklich? Und tatsächlich, unglaublich. Also ich finde es, ja, ich kann es euch wirklich nur sagen, man merkt durch die Hose, durch das T-Shirt, wie angenehm kühl tatsächlich das funktioniert, wie angenehm. Und das stelle ich mir jetzt im Sommer vor. Man muss also nicht mehr wie bekloppt die Klimaanlage aktivieren, sondern man kann schön dezent mit einer vernünftigen Klimaeinstellung hier die Sitze aktivieren und sich schön trocknen lassen. Ja, sowohl maximales Heizen wie auch maximale Sitzbelüftung kühlen. Also richtig cool. Und es geht auch für den Beifahrer. Was auch für den Beifahrer geht, ist zum Beispiel die Massage. Ja, mein Favorite ist hier aktive Becken- und Lendenmassage. Und das ist nicht nur, dass sich die Oberfläche ein bisschen bewegt, das funktioniert richtig gut. Ja, also es ist wirklich ein toller Effekt. Und wenn ich überlege, dass ich das während der Fahrt machen kann, das ist eine Funktion, die wünsche ich mir wirklich bei meinen bisherigen Fahrzeugen. Weil das ist wirklich etwas, wo man auf Langstrecke was von hat. Gerade wenn man nach einer gewissen Zeit dazu hängt, neigt schief in so einem Sitz zu hängen. Ja, weil einfach die Körperspannung logischerweise nachlässt. Und da ist wirklich diese Massagefunktion eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Gut, so sieht's aus. Also ich bin, Moment, ich drehe euch mal eben, damit ihr mich seht. Ja, was sagt ihr zu dem ID7? Ich persönlich finde ihn sehr gelungen. Ich müsste ihn tatsächlich noch mal fahren, um zu wissen, wie ist so die Langstreckentauglichkeit. Was mich natürlich super interessiert, ist der Federungskomfort. Und das sind so Dinge, wo ich denke, ja, also der könnte in der Tat, so wie er sich momentan anfühlt, könnte er in der Tat für mich das Nachfolgemodell vom Q4 sein. Also ich hatte ja früher einen Passat, ich bin früher Passat-Variant gefahren, großer Motor, Allrad, und es soll ja auch die GTX-Variante kommen. Das wäre dann tatsächlich meine Variante und auf die würde ich erstmal warten und natürlich erstmal gucken, wie sich der Wagen fährt, wenn er denn tatsächlich für Probefahrten zu haben ist, wenn er auf dem Markt ist, und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, was sagt ihr zu dem Auto? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Wie findet ihr das Video? Hinterlasst mir gerne ein Like, wenn es euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann gerne auch einen Daumen hoch. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung hier in die Gläserne Manufaktur Dresden. Tolles Team, tolle Stimmung. Wir haben vorher eine Mach-Mit-Werksbesichtigung gehabt, die ich ganz klasse fand. Wir durften bei ein paar Dingen in der Produktion auch helfen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Freude an den Videos, sagt mir gerne, was ich verändern kann, sagt mir gerne, was euch interessiert. Zum Thema ID7 kann ich euch nur sagen, das ist tatsächlich ein gelungenes Auto und ich bin gespannt, wie er bei euch ankommt. Ich bin auf die Preisgestaltung bekannt. Ich habe nur gehört, dass er bei deutlich unter 60.000 beginnen soll. Wir kennen natürlich die Sonderausstattungspolitik aller Hersteller.
Aber nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Wagen einen festen Bestandteil im Oberklasse-Segment haben wird. Und ja, verglichen wird er ja mit dem EQE, verglichen wird er mit dem Model S. Und da bin ich mal gespannt, wie er oder wo er seinen Platz in der Nahrungskette findet. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Bleibt mir gerne gewogen und ich sage Tschüss aus momentan Dresden. Euer Frank vom Kanal Generation E. Tschüss.